Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Im Blütenburgwald geht's jetzt erstmal los. Wir müssen jetzt hier mal nach Metaross City, und zwar zu den Defon-Waren. Oh, da greift schon wieder direkt einer an. Ja, ich weiß, meine Haare sehen scheußlich aus. Ich war gerade nämlich duschen. Kam gerade von der Arbeit, erstmal duschen gegangen und jetzt sofort Pokémon aufnehmen. Schwalbini, männlich, Level 5, können wir sehr gut gebrauchen. Machen wir erstmal hier einen Tackle. Oh oh. Also, ziemlich dumm gelaufen am Anfang. Naja, gucken, was wir noch so bei haben. Ein Flamly, Level 11 und ein Fifian, Level 4. Komm, Flamly one-hittet den bestimmt sofort. Dann nehmen wir mal das... Sorry. Dann nehmen wir mal das Fifian. Und hauen hier direkt einen Tackle in die Fresse. Bam, Junge! Ah, schade, bringt nicht so viel. Setzt Energiefokus ein, pumpt sich auf, aha. Ein Vogel, der sich aufpumpt. 44er Flügel hat er dann. Superball, oder? Komm, ich versuch's mal mit dem Pokéball, auch wenn er noch nicht geschwächt ist. Jawohl, Junge, komm! Komm, Junge! Ach, das war ja voll daneben. Setzt Heuler ein. Aha. Angriff von Fifian sinkt, wie immer. Aber das interessiert uns nicht, weil wir den Pokéball jetzt nämlich nochmal werfen. Komm, Junge. Komm, 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 komm. Eins, zwei, drei. Bams! Yes! So, unser Team besteht nun aus Fifian Level 4, Panikon Level 7, einem Flamly Level 11 und einem Schwalbini Level 5. Trotz seiner geringen Größe ist es mutig. Es stellt sich einem großen Panzereron tapfer entgegen. Sein Kampfeswille wird jedoch durch Hunger geschwächt. Ah ja, Hunger müssen wir nicht beachten bei Pokémon, deswegen sehr gut. Oh, das ist ein Käfersammler, warte mal. Können wir direkt das Schwalbini trainieren hier. Wenn er Käfer-Pokémon hat, hat man ja gerade gesehen, dann setzt er einmal Tackle ein und dann ist er weg vom Fenster. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Aber nur bei den Jungs, denke ich mal. So, gucken, wie er heißt. Eine Herausforderung von Käfersammler Gernot. Nincada wird eingesetzt. So, Level 6. Schwalbini Level 5. Da machen wir hier direkt den Schnabel. Zack. Sehr effektiv. Ah. Härtner ist immer so eine Sache. Ich meine, jetzt ist es gut, aber wenn wir Tackle oder sowas einsetzen würden, dann wäre das sowas von schlecht. Jawohl, einmal noch und dann ist Nincada weg. Also ich glaube, Schwalbini wird sich noch gut entwickeln bei uns. Zack, den Tackle ins Gesicht und schon ist Nincada weg. 82 EP, Alter. Jawohl, direkt Levelaufstieg. Boah, anderthalb Level aufgestiegen. Nochmal Nincada. Ich wechsle auf gar keinen Fall das Pokémon. So, direkt wieder den Schnabel einsetzen. Dann dürfte eigentlich... ich weiß nicht, ob er es schon bis Level 7 schafft. Ach, bis Level 8 meine ich. Also 7 wird er auf jeden Fall hinkriegen. Vielleicht würden wir sogar Level 8 schaffen. Komm. Bams! Und Level 8, Level 8, Level 8, Level 8, Level 8. Komm, 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 komm. 7. Und komm, Junge. Ah, knapp. Fast Level 8. Aber wir haben Gernot besiegt. Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Ja, dann besorgt ihr mal ein paar Flug-Pokémon. Die sind anscheinend gut gegen Käfer. Äther. Damit können wir die Attacken wieder auffüllen. So, jetzt wollte ich gerade das Schild davor lesen, da springt mich schon das nächste Pokémon. Ein Knilz, Level 5. Ah, jetzt haben wir schon Pflanzen-Pokémon. Aber Knilz ist auch nicht schlecht. Aber wenn ich ihn nicht one-hitte, dann fange ich ihn. Okay, ich fange ihn. Knilz ist nicht schlecht. Dann haben wir jetzt ein Kampf-Pokémon, zwei Käfer-Pokémon, ein Flug-Pokémon und ein Feuer-Pokémon. Das ist eigentlich eine ganz gute Mische. Komm. Zack, zack, gefangen. Ja, ja. Bams! Toll, Knilz wurde gefangen.
Für Knilz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ernährt sich am liebsten von feuchter, verrotteter Walderde. Wenn du nach einem Regenguss in den Wald gehst, kannst du viele Knilz auf Komposterde finden. Okay. So, was steht hier drauf? Tipps für Trainer. Neben den Kraftpunkten KP besitzt ein Pokémon noch Angriffspunkt AP. Für die Attacken im Kampf gebraucht. Ach so, das habe ich ja gerade gesagt. Mit dem Äther kann ich das auffüllen. Oder mit dem... Aha, hier muss der Zerschneider eingesetzt werden. So, wo sind wir jetzt? Route 104. Zwei, was? Armena-Bären. Okay, Armena-Bären nehmen wir mit. Müssen wir mal gleich gucken, was sie so bewirken. Und ich, das sieht nach Fisselbären aus. Ne, Sinel, genau. Das waren die Sinel-Bären. Packen wir auch ein. Jetzt gucken wir mal, was die Armena-Bären können. Item. Selbstheilung bei Paralyse. Okay, das ist sehr gut. Falls ein Pokémon paralysiert ist, wie zum Beispiel Schwalbini. Ein Pokéball. Ein Trank, sehr gut. Können wir bestimmt für die ersten Orden gut gebrauchen. Mal gucken, was hier so für Pokémon rumlaufen. Komm, hoffentlich direkt. Ah, ein Fifian. Level 5, nicht schlecht. Komm, den killen wir eben. Dann ist Schwalbini... Oh, fuck, ey. Dann ist Schwalbini Level 8, wenn wir den killen. So, da bringt der jetzt auch nichts mehr, dein komischer Jauler, weil jetzt bist du tot, Kollege. Bams! Ja, da hat Fifi natürlich keine Chance jetzt hier. Zack. Schwalbini erreicht Level 8. Schwalbini erlernt Rückzug-Hieb. Ruckzuck-Hieb. Oh, der Ruckzuck-Hieb ist aber gut. Oh, was ist das hier? Ein Blumengeschäft oder was? Hallo, dies ist der Blütentraum-Blumenladen. Verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Ricky, das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Beeren lernen? Beeren wachsen an Bäumen, die nur in dunklen Lehmboden gedeihen. Wenn du Beeren pflückst, pflanze immer neue in den Boden ein. Eine gepflanzte Beere wird bald anfangen zu sprießen, dann mit einer wunderschönen Blüte erblühen, die bald zu einer Beere wird. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderschönen Blüten... Boah, ey, komm. Was ist denn los mit dir? Pflanze... Ja, okay, dann helfe ich ihr mal. Hat ja auch einen Vorteil für mich. Wenn ich eine einpflanze, kommt zwei raus. Komm, dann pflanzen wir mal eine Sinel ein. Weicher Lehmboden, ja. Eine Piersiffbeere. So, und das dürfte ja jetzt wohl reichen. Kriege ich vielleicht von irgendjemandem hier noch was? Hallo, je mehr du dich um die Blumen kümmerst, desto schöner werden sie blühen. Ha, Weimarkanne erhalten. Ich wusste, dass man hier irgendwas drin kriegt. Okay. Oh, nee. Mann, das hasse ich. Wenn du aus Versehen nochmal A drückst. Deswegen drücke ich jetzt immer B. So. Dann gießen wir die Blumen noch, also die noch nicht Beeren, jetzt mit unserer Weimarkanne. Möchtest du sie Sinel mit der Weimarkanne gießen? Ja. Die Pflanze scheint sich zu freuen. Ja, das ist super. Da haben wir, die Pflanze glücklich gemacht mit unserer Weimarkanne. Ob das jetzt viel bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, gehen wir erstmal weiter. Oh, natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ich habe eine Menge Geld. Oh, so reiche Schnösel, ey. Ich hasse sie wie die Pest. Guck ihn dir an. Eine Herausforderung von Schnösel René. Zickzacks wird in den Kampf geschickt. Level 7. Da machen wir kurz einen Prozess mit Schwalbini. Bams! Oh, was sinkt das? Die Verteidigung. Scheiße. Komm mal, Rückzug-Hieb. Bam! Ein Rückzug-Hieb noch, dann ist er weg. Nein, nein, nein. Oh, ja, komm, 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 komm. Bams! Komm, bitte Level 9 jetzt, Kollege. Yes! Schwalbini Level 9.
Ich weiß nicht mehr genau, wie das ist. Ich glaube, der erste Orden ist Gestein-Pokémon. Wenn ich da mein Schwalbini trainiere, ist das natürlich nicht so toll. Weil Stein-Pokémon wirkt sich sehr gut auf Flug-Pokémon aus. Ich sollte vielleicht jemand anderes trainieren. Loturzel. Das sieht aus wie ein Käferwasser-Pokémon. Ja, deswegen ist das auch effektiv. Also Schwalbini kann man hier gerade perfekt trainieren. Aber der erste Orden ist, glaube ich, ein Stein. Ja, Knilz. Guck, da kann ich einmal Schnabel einsetzen, da ist der Knilz weg. Ja, und dann ist Schwalbini Level 10. Aber für den ersten Orden ist das scheiße, ey. Ah. Müsste eigentlich noch andere trainieren. Ich bin eigentlich immer so, dass ich die Pokémon so auf einem Stand halte. Aber jetzt finde ich hier gerade kein Pokémon-Center, deswegen kann ich die anderen gerade nicht trainieren. Spieler besiegt Gyro Elisa. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Tja, bist du auch selber schuld, wenn du hier gegen den BO-Doppel-S antrittst. Hast du auch keine Chance. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren Pokémon zusammen. Aha. Unser erster Doppelkampf, oder was? Oder wie? Samurzel und Loturzel werden eingesetzt. Zwilling Gina und Mia. So, Schwalbini und Flemli. Da haben sie keine Chance. Schnabel natürlich gegen Loturzel und Glut natürlich gegen Samurzel. So, damit ist der erste schon mal weg. Und der zweite natürlich auch. Beides voll effektiv, voll auf die 12 hat es da gegeben. Schwalbini erhält 46, Flemli erhält 46. Wir haben zusammen gekämpft und auch zusammen verloren. Und ihr seid zusammen bescheuert und könnt mir zusammen euer Geld abdrücken. Komm, Pokémon Center hier irgendwo. Metaross City, genau hier mussten wir hin. Nein, da mussten wir nicht hin. Hier, da müssen wir hin. Jawohl. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon. Machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment. Meine Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Bin ich dabei. So, mal gucken, was wir hier trainieren können. Fiffchen ist Level 4, Alter. Das kann doch nicht angehen mit Elektrogerät, wenn die Steckdose fehlt. Alter, Level 4. Scheiße. Haus des Zerschneiders. Ha, ha, ha. Sehr gut. Diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon. Du bist wirklich ein talentierter Trainer. Nein, warte. Sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. VM 01 erhalten. Wir haben unsere erste VM erhalten. VMs sind, da ist eine Attacke, die auch außerhalb des Kampfes von einem Pokémon angewandt werden kann. Jedes Pokémon, das diese Attacke lernt, kann Bäume damit zerschneiden, wenn der Trainer den Steinorden besitzt. Ich besitze den Steinorden aber noch nicht. Das ist aber jetzt, ich habe ja nämlich gesagt, es wird hundertprozentig Stein sein. Ah, und ich glaube nicht, dass wir den hinkriegen mit unseren Pokémon. Shit, 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 shit. Hier ist die Arena. Warte mal, davor können wir trainieren, oder? Boah, wir haben viel zu schwache Pokémon dafür, ey. Komm. Mach mal den ersten. Dann setzen wir erst Fiffchen ein. Und dann, Flemli. Kleinstein, aha. Boah, da können wir mit Loot gar nichts reißen. Oh, der One-Hittet uns direkt, glaube ich. Komm, Flemli. Selbst wenn Flemli jetzt stirbt, dann ist Kleinstein aber wahrscheinlich schon so geschwächt, dass ich den mit irgendeinem anderen Pokémon killen kann. Glut bei einem Stein, Alter. Oh mein Gott, ey. Ja, das war mir klar, dass das nicht effektiv ist.
Naja, wir schwächen ihn erstmal. Und dann setzen wir gleich Panekon ein, glaube ich. Jawohl, ich habe ja noch die Beere bei. Haha, stimmt. Ich glaube, killen wird er uns trotzdem. Nee, doch nicht. Wir killen ihn. Mit Flemly. Sehr gut. Dann kriegt nämlich unser Fifien. Kriegt nämlich volle Kanne davon was ab. An EP. Der wird massenhaft dazugewinnen, sage ich euch. Oh! Gott im Himmel! Was mache ich denn für eine Scheiße? Oh! Alter, wie kann man denn so viel Glück haben jetzt? Er hat 2 KP, ich mach Kratzer und hat auch noch 1 KP und dann geht seine Attacke daneben. Alter Vater. Erreicht Level 5. Er lernt Jauler.